Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Iron Harvest, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, Leute, muss ja sagen, ich finde das echt klasse, wenn Entwickler das Spiel nicht direkt nach Release einfach in die Ecke schieben und nicht mehr weiter dran entwickeln, sondern eben immer weiter Patches und Verbesserungen nachreichen. Und das machen die Entwickler von Iron Harvest. Das finde ich super. Nicht so geil finde ich, jetzt gerade als Let's Player, dass wir die Mission von vorne anfangen müssen, weil der Patch quasi inkompatibel zu der älteren Version ist, was die Missionen angeht. Ja, Leute, jetzt stehen wir hier, ohne Basis. Und wir hatten den Gegner. Wir hatten ihn in der Zange. Zu der ganzen Rotz noch ins Machen. Na gut, was sollen wir machen? Ich kann es jetzt nicht ändern, Leute. Ich kann es doch nicht ändern. Und wir bauen es. So, okay, dann machen wir das Ganze jetzt noch uns. Warum kann ich es nicht drehen? So, machen wir das Ganze halt noch einmal. Bauen wir mal ein bisschen anders. Das Ding baut sich nicht von sich. Sie sagen, was sie bauen, und wir bauen. Ein bisschen sehr laut für mich hier. Gut. Danke auch nochmal für den Tipp, dass... Von mir aus gern. Ja, wenn ich's nicht mitnehme, wird's jemand anders tun. Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden. Warum dass sie auch dem meine Kapazität hier oben sich erhöht, wenn ich mehr Kasernen bzw. Werkstätten baue. Das hätte ich wahrscheinlich irgendwann dann selber rausgefunden, aber so ist es natürlich deutlich besser, wenn man mir dabei hilft. So, okay, dann machen wir das Ganze hier nochmal. Also ist Onkel Lech dein echter Onkel? Ja, aber ich habe ihn und meinen Bruder im Krieg gesehen. Der falsche Onkel. Ich kannte Yannick. Er war ein guter Mann. So, ich brauche Öl. Leute, ich brauche Öl. Gib mir Öl. Ein paar Schützen. Schnell! Kann ich die eigentlich hier, dass die einer Einheit folgen? Nee, ne, das geht alles nicht. Alles klar. Ich gehe besser in Deckung. Wie sieht der Plan aus? So, wir holen uns erst natürlich hier wieder die Materialien. Wie kann ich helfen? Das ist ja wichtig. Hier, ja, klingt gut. Na schön. Wie geht's weiter? Deckung kann nie schaden. Ja, da hinten ist so eine Maschine. Ganz klar. Vorsichtig! Oh, da kommen. Warte mal. Aufgepasst! Hier ist ein Gegner! Beeilung! Neue Befehle? Ach, Scheiße, die waren gerade damit fertig. Egal, wir müssen gerade mal hier rüber. Wir müssen jetzt nur sehen, dass wir nicht großartig Einheiten verlieren. Wir haben jetzt die Möglichkeit. Aber heutzutage haut er direkt einen raus. Neue Befehle für uns? Je mehr, desto besser. Für Ingenieure. Befehle, wählt eure Ziele! Raus damit! Gegner, und zwar eine Menge! Ich bin hier, um euch zu helfen! Ich nehme sie Wir werden hier beschossen! Ja, was gibt's? So, jetzt haben wir ein bisschen Öl. Das heißt, wir können jetzt hier schon mal eine Kaserne bauen. Tote Soldaten können nicht kämpfen. Nee, geht hier gar nicht, ne? Muss ein taktischer Rückzug eben sein. Ja, da kommt schon die nächste. Bin beschäftigt! Mach ich sofort! Das sollte ich auch wieder schnell! Müssen noch mehr Sandsäcke kommen! Nach da drüben! Nee, hier bringt hier nicht so viel. Ja? Es heißt ja? Ihr oder sie! Weiter! Das ist eine gute Deckung hier, wenn sie dahinter steht. Die Eisenmine haben wir auf jeden Fall. Geht's allen gut? Gut. Ja, gehen wir. Was brauchen Sie? Was auch immer. Hier liegt irgendwo Öl. Gegner gesichtet. Gegner. Ja, ich mach mich auf den Weg. Ja, das ist. Hier ist halt noch eine Eisenmine. Aber wir gehen erst nochmal zurück. Hier ist auch noch was los. Hier, was ist mit dir eigentlich los? Grenadiertrupp wird aufgestellt. Hau mal einen raus da. Los, los! Sammeln wir unsere Stärke. Ja. Ich hab sie im Visier. Es geht nicht an. Wir müssen einfach nur. Was können wir tun? Bin beschäftigt. Oh,
Alter, der haut da aber auch manchmal einen raus, ey. Was ist da los bei ihm? So, kann ich schon die Werkstatt bauen? Nein. Okay. Dann gehen wir erstmal weiter. Kanoniere bereit. Geben Sie uns was, worauf wir schießen können. Was gibt's? Hier drüben liegt auch noch Zeug. Beim unten liegt noch Öl. Woher wusstest du von dem Zug? Die polnische Regierung arbeitet mit Roswirth und Saxony zusammen. Zum Glück gibt es in der Regierung noch ein paar Patrioten. Der Rest wird für ihren Verrat bezahlen. Weitere Freiwillige. Polanias Beste stehen bereit. Wir geben Sie uns einfach hier, bleibt mal hier. Gehen wir mal spazieren. Ihr könnt später bauen. Aha. Ah nee, das ist sie gar nicht. Werkstatt ist sie gar nicht. Muss was erledigt werden. So, wir müssen Olivenöl holen. Hier lag, was ist das? Waffenkiste, alles klar, brauchen wir nicht. Sie sagen, was Sie brauchen und wir bauen es. Neue Befehle für uns? Oh, hier liegt noch Öl. Je mehr, Öl. Desto besser. Ja. Geht in Deckung. Von mir aus gerne. Das nehmen wir uns natürlich mit. Wie sieht der Plan aus? So, hierfür brauchen wir 160 Öl, das ist nicht wenig. Neue Rekruten. Gewehre werden ausgegeben. Brauchen wir noch ein paar Gewehrtypen. Damit wir hier schon mal ein bisschen weiter können. Wie geht's weiter? Ich hab sie im Visier. Dann mal los. Jeder Schuss zählt. Vorsicht. Neue Befehle. Wir haben jetzt ihre Aufmerksamkeit. Keine Aufgabe, der polanische Schützenkorps zu überfallen. Wie kann ich helfen? Bin gleich da. Jetzt sind wir wieder an dieser komischen Engpassstelle. Dann mal los. Müssen noch mehr Sand. Wir wissen bestimmt, was damit anzufangen. Neue mehrere Gegner gesichtet. Ein Gegner. Und er ist nicht allein. Ich gehe voran. Jetzt wird unser Hauptlager wieder angegriffen. Machen wir die gerade erstmal platt. Ich mach mich auf den Weg. Ich gehe besser in Deckung. Ach, hier ist eine Ölpumpe. Scheiße, die müssen wir natürlich haben. Ja, gehen wir. Ja, machen wir. Hat nur einmal das Lager saven. Ich gehe voran. Was brauchen Sie? Werde ich gebraucht? Schicken Sie mich, ich werde Sie zum Unschlagen. Fast schon gut, es heißt ihr oder sie. Muss was erledigt. So, jetzt haben wir aber genug für die Werkstatt. Eine unserer Einheiten ist einen Rang aufgestiegen. Die Werkstatt hier. Schießen auf uns. Weitere Freiwillige. Ölpumpe haben wir. Wir sind in Kürze da. Was können wir tun? Neues Sekundärziel erhalten. Irgendwas kaputt? Wie kann ich helfen? Okay. Bin gleich da. Was ist Sekundärziel? Bau Bunker. Ach so. Die Nummer schon wieder. Ja, bauen wir gleich. Bauen wir gleich. Bau von Panzereinheiten. Einsatzbereit. Werkstatt hier. Lüg doch nicht. Ist doch noch gar nicht fertig. Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Außen. Gebäude. Das nenne ich mal eine Basis. Gut, stellen wir eine Armee auf und holen uns den Bahnhof zurück. Wir brauchen dafür mehr Ressourcen. Worauf wartet ihr dann? Erobert ein paar Eisenminen und Ölpumpen. Ja, wir sind dabei. Neues Primärziel erhalten. Okay, gehen wir erstmal weiter. Ich habe jetzt eher so eine Infanterietruppe hier. Aber okay, ich weiß nicht, wie weit wir damit hier kommen, aber wir machen mal. Neue Befehle? Was brauchen Sie? Alles klar. Deckung kann nicht. Wir sind mehrere Feinde. Lassen Sie hören. Was gibt's? Wir stehen unter Beschuss. Wie kann ich... Erstmal alle durch. Erstmal alle durch. Wir müssen eine große Front aufbauen. So, du, Dickerchen, gehst hier drauf. Das sieht so aus, als wären da überhaupt keine Leute drin, oder? Weil die schwarz sind, aber... Die Flanken im Griff. Alter, greif mal an jetzt. Nicht viele Ressourcen gerade, also ich kann nicht viel machen. Was macht der da jetzt? Okay, sehr gut. Feindliche Gruppe gesichtet. Was?
Finde ich aber ganz geil, dass man die Mauern und so halt kaputt machen kann. So, wir brauchen jetzt erstmal Schnaschnik. Und wir müssen sehen, dass wir hier auch... Und wir bauen es. Wir stehen unter Beschuss! Wird eine Leere sein. Und steht ja nicht wieder auf. Schaltet schwierig, was gibt's? Unser Lager ein bisschen verteidigen können. Wow, 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 wow. Der geht mal drauf hier. Ein Ziel. Greifen wir jetzt an. Machen wir es kurz und schmerzlos. Das war gar nicht. Scheiße. Schnaschnik wollte ich. Das ist eher ein Sputnik. Raus da! Alter, wo bleibt denn der? Da ist der Schnaschnik. Befehle? Spare in der Zeit. Das sieht jetzt so aus, als wären da welche drin. Deswegen habe ich eben nicht verstanden, warum der geschossen hat. Und der hier scheint zumindest gerade nicht zu schießen. Zumindest, ich bin außer Range. So, machst immer noch den zweiten Bunker. Man kann nie zu viele Verteidigungsanlagen haben. Treffpunkt wurde festgelegt, nicht gefaulenzt. Bereit! Auf dem Weg! Das wird uns gute Dienste leisten. Ja? Hier nach. Kanoniere bereit. Gibt aber auch nicht so viele Heal-Kisten hier, oder? Ja? Kommt mir das nur so vor. Also hier sind Waffenkisten, ja. Aber Heal ist halt nicht so viel. Neue Verteidigungsanlagen sind bereit. Sekundärziel abgeschlossen. Werde ich gebraucht? So. Schicken Sie mich in den Kampf. Hier haben wir ein kleines Lager, was jetzt aber gerade nicht unbedingt verteidigt wird. Ah, Holzdeck erstmal wieder beleben. Oh, Ingenieure hier. So, ihr geht einfach. Nee, ihr geht nicht. Ihr geht nach vorne. Ich baue gleich. Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Kann ich noch eine? Ja. Polanias Beste stehen bereit. Wir können hier. Bauen wir nämlich direkt ins zweite Kaserne. Das können wir bauen. Bin beschäftigt. Mach ich jeder Schuss zählt. Haben wir gerade einen Reparaturtrupp hier? Nee, noch nicht. Die kommen gerade. Wie sieht der Plan aus? Wir bringen es wieder in Schuss. Aber wir müssen ihn mal reparieren. Wir in Null kann man nichts mit AW. Wir sind niemals klein. Da kommt der Dicke. Ist das wieder ein Flammenwerfer eigentlich? Ja, oder? Er hat Wojtek an. Der hat natürlich Fell. Eins nix da, geht das. Lasst uns mal alles klar. Neutralisiert. Los! Renn du doch mal hier hin. Ich werde sie zurückschlagen. Einfach mal hier lang. Und dann hau doch mal da rauf.
Mission für mich? Mach sie nicht! Eine unserer Einheiten ist am Rand aufgestiegen für den Bau von Panzereinheiten. Los, komm schon! Sind Sie schon lange in der Armee meines Onkels? Ja, 3 Jahre. Er ist wirklich der beste Kommandant, unter dem ich je gedient habe. Und er ist der Einzige, der sich traut, was gegen die rusvietische Besatzung zu tun. Er geht immer da rein. Weitere Freiwillige? Seine Basis erledigt. Was ist denn jetzt? Ihr wird nicht gefaulenzt. Hab ich denn? Neue Rekruten? Weitere Freiwillige? Ich mehrmals draufklicken. Okay, das Lager ist down. Und hier haben wir eine Ölpumpe, die wir nicht haben. Feinde. Unterdrückungsfeuer! Jetzt wie sie! Fast mein Mutschloch! Steht bereit, um die Rettung zu kämpfen! Wir bringen es wieder in Schuss. Eine unserer Einheiten ist Schnaschnik. Und der zweite Schnaschnik. Nein, nicht... Au! Ihr sollt die einnehmen, Mann. Wir sind dran. Da ist Öl. Neue Befehle für uns? Von mir aus gerne. Geben Sie uns einfach ein Ziel. Ja, gehen wir. Je mehr, desto besser. Aufgepasst! Hier ist ein Gegner. Oh ja, da hinten. Dann erstmal hier Ölpumpe einnehmen. Wie geht's weiter? Bin unterwegs. So, hier was haben wir noch gibt's? Schützen das und Schnaschnik. Wie kann ich Polania dienen? Ist aber nicht, es wächst nicht so viel, oder? Neue Rekruten, weitere Freiwillige. Also ich meine, 48 haben wir jetzt. Hier mehrere Gegner gesichtet. Werkstatt hier. Ich höre. Wenn ihr das sagen, auch, was sie brauchen, und wir auch reparieren. Wie geht's weiter? Okay, das sieht ganz gut aus. Armee ist wieder. Eine Menge von denen. Haben wir ein Ziel? Da schießt den Mann. Die rennen weg. Bisschen zurück, bisschen zurück. Solange das Feuer hier unsere Bestie trifft, ist alles gut. Feuer mit Infanterie ist, glaube ich, dann halt nicht so. Was? Wow, 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 wow. Was geht denn hier ab? Weitere Freiwillige nicht gefaulenzt. Gewehre werden ausgegeben. Ist irgendwas kaputt? Unser Hauptquartier wird angegriffen. Unsere Kaserne wird angegriffen. Alter, da bummst du mich hier. Hoch jetzt! Ja, ich komme doch. Ja. Das ist natürlich jetzt, das habe ich nicht, das habe ich. Alter, geht halt hoch. Unser Hauptquartier wird angegriffen. Das ist auch das Dümmste, was du machen kannst, oder? Kann man das irgendwie? Wir haben einen Strom verloren. Wir stehen unter Beschuss. Auf da jetzt. Alter, das sieht nicht gut aus. Lasst keinen am Leben. Wir sind bereit! Wir haben einen Trupp verloren.
Fuck it, ey. Die ganze Armee eigentlich verloren. Schützen sind bereit, die Heimat zu verteidigen. Greift er mich hier übelst an, ey. Alter ist gestorben, oder? Hier wird nicht gefaulenzt. Ingenieure werden angefordert. Es ist nicht gut gelaufen, aber letzte Mal besser, glaube ich. Ich würde gern Colonel Zubovs Gesicht sehen, wenn wir in Kolno einfahren. Jawohl. Wie viele waren jetzt hier? Das war doch nur so ein... Die will ich aber immer wieder haben. Was ist denn das hier? Was heißt das? Ach so, die ist einfach tot oder was? Kann ich mal jetzt auch nur mit 400. Lassen Sie hören. Ich bin hier, Brüder, für Polania. Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Wir machen uns was erledigt werden? Wir sind im Handumdrehen da. Gegner gesichtet. Wir sind hier fertig. Was gibt's? Na los! Du musst erst die hier. Nehmt das! Was jetzt für Polania? Wie kann ich Polania dienen? Na? Geht in Deckung! Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Werkstatt hier! Straschnik macht sich kampfbereit! Ach scheiße, ich muss doch die alte wiederbeleben. Straschnik einsatzbereit! Was ist hier für eine Verfolgungsjagd? Gefällt mir. Aber wir brauchen eine Mine. Wir müssen jetzt schnell Minen einnehmen. Weitere Freiwillige? Wir müssen jetzt mal gerade warten, bis wir die Rolle wieder kriegen. Schicken Sie mich in den Kampf. Eine unserer Einheiten ist ein Rang. Gut, bleiben wir in Bewegung. Leute, Straschnik einsatzbereit. Würde sagen, dass die Folge zu Ende ist. So, jetzt können wir das mal machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Nicht, sondern da mich das Spiel ja zurückgeworfen hat, ist die Folge jetzt hier länger. Die Folge wird länger, habe ich gerade entschlossen. Weil, macht ja keinen Sinn. Was sollen wir jetzt hier rumeiern, oder? Wir machen jetzt noch ein bisschen. Mal noch ein bisschen. Weitere Freiwillige? Bin gerade drin. Bin gerade drin. Gegner gesichtet. Die greifen wieder an. Was gibt's? Zeit loszuziehen. Der Feind versucht, unsere Mine einzunehmen. Oh, das hat er doch in der letzten Mal. Beim letzten Mal hat er das nicht gemacht, oder? Versuch doch, mich aufzuhalten. Müsste ich mich da nicht dran erinnern, dass er das gemacht hat. Ich glaube, die patrouillieren hier nur ein bisschen. Zeit loszuziehen. Wie kann ich helfen? Wir haben unsere so. Meine Waffen sind Schnaschnik, nicht da lang. Hier zu bleiben wäre sinnlos. Hat mein Onkel öfter solche Ideen? Du meinst Pläne, die uns entweder zu Helden machen oder uns umbringen? Dauert. Was brauchen Sie? Schnell, es geht nicht anders. Das sind mir auch ein paar Vollidioten, ey. Schnaschnik, lass uns welche übrig. Ich bin einsatzbereit. Heide ist irgendwas kaputt. Neue Rekruten. Meine Waffen sind... Eine unserer Einheiten ist einen Rang aufgestiegen. Okay. So, das ist gut. Was brauchen Sie? Wie kann ich... Der Schaschnik hier muss repariert werden. Neue Sekundärziel abgeschlossen. Bringen es wieder in Schuss. Ich mach mich auf den Weg. Oh, dann gehen wir Richtung Mitte. Von Panzereinheiten. Ihr wird nicht gefaulenzt. Sammelbereich festgelegt. Weitere Freiwillige. Werkstatt hier. Sollte das etwa ein Kampf sein? Wie geht's? Wir haben einen Trupp verloren. Ja? Beeilung! Schützen stehen bereit, um für die Republik zu kämpfen. Ich gehe besser in Deckung. Dann mal los. Da sollten wir aber von da kommen.
Gegner! Das ist Schleswig einsatzbereit! Ja, hier zu bleiben wäre sinnlos! Sieht nach einem sicheren Ort aus! Unter Beschuss! Lassen Sie hören! Schicken Sie mich in den Kampf! Befehle für uns? Von mir aus gerne! Ist irgendwas kaputt? Wir brauchen erst weitere Ressourcen! Ja, die kriegen Was wir ja. Was brauchen Sie? Meine Waffen sind bereit! So. Wie kann ich helfen? Holen wir uns erstmal die Eisenmine. Ich höre, ich gehe besser in Deckung. Mach ich sofort! Ich hab sie im Visier! Werde ich gebraucht? Auf! Haltet durch, Brüder! Unterdrück uns vor! Das Geschütz ist ja lächerlich. Das ist ja lächerlich. Geh da nach vorne! Alter, ich krieg ihn nicht angemeldet. Oh Leute, mach das Ding kaputt! Hinten. Was können wir tun? Sammelpunkt festgelegt. Wir sind fertig. Ihr wird nicht gefaulenzt. Meine Waffen sind bereit. So, erstmal die Eisenmine einnehmen und am besten vielleicht auch reparieren. Die ist ein bisschen down und da kommen sie wieder von hinten. Wie kann ich helfen? Strasch liegt einsatzbereit. Bin unterwegs. Aber die rennen wieder komplett zu meinem Lager. Es gibt keine Aufgabe, der polanische Schützen nicht gewachsen wären. Jeder Schuss. Eines unserer Gebäude wird angegriffen. Veteranenrang aufgestiegen. Lassen Sie hören. Zeit loszuziehen. Haben Sie eine Mission für mich? Bleib unten! Schnell! Das Feuer! Wir erreichen für Polan! Eine unserer Veteranen-Einheiten in den Niederrang aufgestiegen. Das ist Bingel Geschäft! Ja, komm! Weiter! Einmal zubeißen. Ist das noch jemand? Nee. Dann mal los! So, das sieht gut aus. Meine Waffen! Staschnik wird repariert. Bereit für den Bau von Panzereinheiten. Brauch noch einen hiervon. Reparaturen abgeschlossen. Wie kann ich Polarien? Sehr gut. Straschnik rückt vor! Straschnik einsatzbereit! Ja? Straschnik! So, jetzt machen wir hier das mal reparieren. Das ein bisschen. Werkstatt hier. Hier wird nicht gefaulenzt. So, und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal nach hier, ne? Zu dem Hauptquartier. Mehrere Gegner gesichtet. Was brauchen Sie? Ah, guck mal, die wird schnell repariert. Das ist gut. Müssen noch mehr. Wir bringen es wieder in Schuss. Mal ein bisschen noch ihn hier hochheilen. Und dann geht's weiter. Oh, da gab's mal einen am Deckel. Greifen die an. Sieht so aus. Das ist aber eher dumm von euch. Okay. Stehen Sie mit Ihren Geschützen da oben rum. So, weiter rein hier. Stehen Sie. Es geht nicht anders. Mehr
schnell, ey. Gegner gesichtet. Vorsicht! Schützen stehen bereit für die Verteidigung ihrer Einheiten in den Veteranenraum aufgestiegen. Boah, ich hab irgendwie ein Haus einfach. Weggebremst. Schießen die aus der Kaserne raus? Bin beschäftigt! Das war einfach! Was jetzt? Für neue Rekruten? Ja? Aha! Klingt gut! In Ordnung! Okay, das Lager haben wir auch. Osten ist eingenommen. Was immer sie in unserem Land aufbauen, zerstören wir. Zeit, das Depot. Ölpumpe ist uns. Deckung kann nie schaden. Hier sind mehrere Feinde. Weiter. Rauf. Haltet den Kopf unten. Die haben schon unten angefangen. Lasst uns welche übrig. Haltet durch. Ich brauch mal euch. Und mach mal den Schnaschnik hier. Wieder ein bisschen ganz. Da. Guck das mal an, was ist das? Geh doch! Er ist total lahm! Zeit loszuziehen! Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen! Da kriegt jetzt nur den Hass ab. Zack, da ist es schon kaputt. Haben wir ein Ziel? Machen Sie! Ich sehe mir das mal an! Er rennt aber alleine. Er hat keinen Bock mehr jetzt. Onkel Lech. Du bist immer noch kaputt. Immer ein bisschen aus der Schusslinie. Ja? Wird gemacht! Oh oh, nein, Rückzug! Die greifen hier wieder an. Die Arschkrampen. Ich hab Gesellschaft! Raus damit! Ganz vorsichtig! So, soweit lassen wir es jetzt gar nicht kommen. Lassen Sie hören! Ich werde sie zurückschlagen. Erledigen wir sie! Ah, scheiße! Oh, nee. Denn hier? So, so ein Otto oder was? Jetzt hier Otto gegen Otto? Jeder Schuss muss sitzen. Wer ist denn da stärker? Ich weiß es nicht. Was braucht? Die werden nicht wissen, wie ihr geschieht. Ihr habt schon ohne mich angefangen. Was gibt? Verbier dich. Wohin wollen die? Hey! Geht. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang. So, hier ist alles bereinigt. Für mich? Mal an. Ihr wird nicht gefangen. Niere. Können die Pioniere jetzt einfach hier sagen, Leute, ich brauche jetzt hier mal gerade eine... Werkstatt hin? Außerhalb des Baugebiets. Okay, nee, das geht nicht. Aber ihr könnt mal ihn reparieren. Was brauchen Sie? Lassen Sie hören. Zeit loszuziehen. Haben Sie eine Mission für mich? Meine Ressourcen haben wir derzeit genug. Daran liegt es nicht. Früher habe ich Langeweile gehasst. Jetzt wünsche ich mir manchmal nichts anderes. Wie geht's weiter? Beeilung! So, dann gehen wir mal hier hoch.
Alter, da kommt ein richtiger. Hast du das gesehen? In den Rücken. Alter, der Bogen ist jetzt richtig, glaube ich, ne? Kein Reparaturtrupp hier. Und Onkel Lech ist tot. Scheiße. Aber egal, den können wir wiederbeleben. Wie? Wir haben einen Trupp verloren. Wir haben einen Mech verloren. Alter, hier knallt's richtig, ne? Okay, sie ist auch tot. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Macht er dann hier wieder zum Leben? Nee. Verdammt. Schade, was wäre lieb gewesen. Stehen bereit. Wir können hier. Ich bin einsatzbereit. Wir sehen uns da. Ich zieh mich hier nicht zurück. Haben wir ein Ziel? Okay, wir ziehen uns zurück. Meldung wie befohlen. Hier! Komm schon! So, er ist wieder da. Muss was erledigt werden? Das haben wir in 0, wie kann ich Polania dienen? So. Was brauchen Sie? Ich brauche. Ich mach mich auf den Weg. Und wir könnten mal gerade hier die Eisenmine noch wieder einnehmen. Was auch immer uns weiterhilft. Ein Gegner wird nicht gefaulet. Gewehre werden aufgestellt hier. Sie sagen, was Sie brauchen? Müssen und wir noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Wie geht's weiter? Aber Wojciech kann das nicht. Wojciech kann das nicht. Bereit, an die Arbeit zu gehen. Neue Rekruten. Ist irgendwas kaputt? Osch. Ich brauche. Das sollte es gewesen jetzt sein. Ja? Warum hast du aufgehört? Oh. Was gibt's? Schützen sind bereit, die Heimat zu verteidigen. Ihr wird nicht gefaulenzt. Bereit für den Bau von Panzereinheiten. Brauchst nasch nix. Wir brauchen erst weitere Ressourcen bereit. Neue Rekruten, weitere Freiwillige. Alle antreten. Lassen Sie hören. Schnaschnik, Schnaschnik. Gehen wir. Ich bin bereit, die Feinde Polanias zu vernichten. Auch halt vielleicht auch noch mehr Azuka-Typen. Wie kann ich helfen? So, das hast du gut gemacht. Schnaschnik, einsatzbereit. Also wir können schon wieder nach vorne. Dann mal los. Vielleicht noch der zweite Schnaschnik. Da sind Gegner. Und zwar eine ganze Menge. Aufgepasst! Ich mach mich auf den Weg! Hier ist ein Gegner! Hier sind mehrere Feinde! Ja? Das kann ich machen! Wie sieht der Plan aus? Eine Aufgabe... Er schießt sie! Werde ich gebraucht? Oh. Jetzt kommen die doch von allen Seiten mich hier einkesseln, ne? Oh, diese blöden Pissdinger hier, ey. Mach die doch mal down jetzt. Wie kann man den nicht treffen? Sie
weitere Freiwillige? Sammelbereich festgelegt. Nicht gefaulenzt. Neue Rekruten. Ist irgendwas kaputt? So, Leute. Jetzt haben wir 40 Minuten. Jetzt sind wir. Neue Befehle? Habe ich Doppelfolge gemacht hier. Würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir hier den Rest. Denn jetzt muss ich leider aufhören. Aber wir haben es zumindest wieder so geschafft, dass es ganz gut aussieht. Also, ich sage tschüss, macht es gut, bis zum nächsten Mal hier bei Iron Harvest. Ciao, Leute, euer Brilli.